Ja, hallo meine Freunde. Heute mal ein kleiner Rundgang am Spurwerkturm in Waltrop, Nähe des Manufaktums. Also sprich, das ist ein altes Zechengelände. Der Turm besteht aus alten Hölzern, die früher im Schacht verarbeitet waren. Da, wo, ich sag mal, der Förderkorb dran lang gebollert ist und angeschlagen ist. Deswegen nennt man diesen Turm auch Spurwerkturm. Ja, kleiner Rundblick. Wir haben den 10. November. Ein super geiles Wetter. Die Sonne geht leider schon unter. Da ist der Mond schon zu sehen. Mit Blick jetzt nach Lünen, Brambauer zum zu dem Kolani-Turm. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Da, wo der Kolani die Ellipse auf so einen Förderschachtturm gesetzt hat. Das ist Kohlekraftwerk Lünen, müsste das sein. Ja. Geht es ein bisschen weiter. Das ist, wie gesagt, der Turm hier. Der Turm ist schon der Schotterbärche, der hier, die Halde, so. Und das ist der Turm. Ich gehe mal ein bisschen näher hier ran, auch wenn es dunkel ist. Aber ich denke, das sieht schon ganz imposant aus. Da oben, selbst mit der Beleuchtung, das sind noch alte Schachtgrubenlampen. Ja, alles schöne Vierkant, quadratisch. Ich schätze mal so 25, 28 cm an solchen Kugeln angebracht. Und was soll ich euch sagen, irgendwie jetzt zum Sonnenuntergang sieht das hier live sogar richtig geil aus. Ja, da hinten qualmt das Kohlekraftwerk Datteln 4. Da, das ist Datteln 4. Aber ich schaue jetzt Richtung Westen. Ich arbeite hier gerade mit meinem Rig, um zu testen, ob ich hier ein bisschen Ruhe mit der Kameraführung bringe, wenn ich das Gestell drum habe. Ja, da unten ist das Manufaktum, ein Einkaufsladen, ja, mit feinen, edlen Sachen halt drin. Auch von früheren Zeiten her gutes altes Handwerkszeug zu sehen. Ja, geiler Sonnenuntergang. Leider schon weg. Noch einmal hoch zum Turm. Ja, man kann leider im Moment nicht drauf oder darf nicht drauf. Könnte ich eventuell schon. Aber da müsste ich halt über das Geländer klettern und da bin ich ganz ehrlich, das muss ich nicht mehr haben. Ich meine, anfangs war es wegen Corona geschlossen, damit sich die Jugendlichen hier oben nicht drauf treffen und Party machen. Das machen sie jetzt unten am Fuß von der Halde, habe ich eben schon gehört und gesehen. Kann man nicht wegsperren, die Kinder. Ja, egal. Kann natürlich auch sein, dass da Reparaturarbeiten durchgeführt werden müssen, aber das verstehe ich leider nicht, dass das hier so lange geschlossen ist. Eigentlich, ja, es ist kein großes Hindernis, hier drüber zu kommen. Es ist auch kein Schild mehr da. Letztens hing hier noch ein Schild betreten verboten dran. Aber es ist wieder neu verrödelt. Letztens war es offen, ist auch schon wieder ein anderes Gitter dran hier. Ja, egal. Zeige ich euch irgendwann nochmal. Da geht es schön hoch. Auf zwei Etagen und oben hat man einen super geilen Rundumblick hier über den Pott. Also ich sage mal, die Richtung Norden, Nordost, da geht es Richtung Münster. Das ist Richtung Osten schon. Da haben wir den Süden. Und wo geht die Sonne unter? Ja, genau.
im Westen. So, dann verabschiede ich mich jetzt auch damit mit diesen paar Informationen. Es ist schon viel dunkler, als es hier auf der Kamera zu sehen ist. Also, alles Gute, Norbert vom Kanal, da wo immer die Sonne scheint, bis sie untergeht. Bye bye.